Seid gegrüßt. Es gibt schon den ersten großen Patch von Blizzard. Ich habe ihn mir noch nicht angeschaut. Ich werde ihn jetzt mit euch einfach mal gemeinsam anschauen, habe ich mir gedacht. Also, legen wir mal los. Die Diablo 4 ist vorüber. Jo, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Server waren auch echt gut, auch für die Open Beta so. Der erste Tag war kacke, aber dann ging's. Besondere Belohnung für alle Beta-Teilnehmer. Also es wurde ja schon dieses Wolfspad angekündigt, aber das scheint nochmal neue zu sein. Premium Cosmetics. Jeder Beta-Teilnehmer darf sich eins aussuchen. Okay. 2 zu 1 Skills. Da sind... Warte. Ah ja, okay. Du kriegst das Aussehen und Stat-Boni dazu. Dauerhaft. 2 zu 1 Skills. Oder 100% Aspektstärke. 20 XP, 50 Spell Damage. Boah. Da habe ich ja Glück, dass ich die Beta gespielt habe, würde ich sagen. Finde ich aber geil. Also alle, die die Beta gespielt haben. Ich meine, es war eine Open Beta. Jeder hätte spielen können. Und jetzt hat man eine Belohnung, wenn es rauskommt. Finde ich echt nice. Ich muss aber überlegen, was ich da nehmen würde. Ich glaube Aspektstärke. Also ich schwanke zwischen Spell Damage und Aspektstärke. Aber es gibt ja auch einen Aspekt, der die Spells erhöht. Und sogar mehr als 50. Deswegen glaube ich, Aspektstärke ist schon das Beste. XP ist egal. Ich meine, wenn du einmal Level 100 bist, dann bringt das nichts mehr. Und die anderen bringen trotzdem was. 2 zu Skills ist auch ein bisschen wenig. Aber auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Aspektstärke ist auf jeden Fall cool. Bin ich nicht abgeneigt. Okay. Wir hören auf euer Feedback. Es war unser Ziel, Feedback zu sammeln, und sie hören drauf und haben sich die Hauptkritikpunkte angeschaut. Die neue Discount-Edition ab 29,99. Ja, also da haben ja einige gemeckert. Standard-Edition 70 und dann ging es ja aufwärts bis 100. Und jetzt gibt es eine Discount-Edition für 30 Euro. Sie enthält die ersten zwei Schwierigkeitsgrade Abenteurer und Veteran. Jeden weiteren Schwierigkeitsgrad könnt ihr bequem für jeweils 30 Euro freischalten. Ich find's okay, ja, weil man dann einfach für 30 Euro mal reinschnuppern kann. Theoretisch kann man ja auch für Veteran auf Veteran bleiben und immer da erstmal weiter zocken. Und dann ist das wie so eine Art Ratenzahlung. Man kann mal gucken, ja, hat man genug Bock jetzt auf Nightmare, dann zahlt man nochmal 30 drauf. Vielleicht ist es dann ab Nightmare schon langweilig und dann lässt man den letzten weg. Dann hat man immer noch Geld gespart, weil man nur 60 ausgegeben hat. Und wenn man dann doch den letzten auch noch anlocken will, dann ist man halt bei den 90 wieder. Aber ich glaube, insgesamt ist das schon eine Win-Win-Situation hier. Finde ich auch nicht übel. Nö, kann man machen. Ich glaube, da sollte eigentlich jeder happy sein am Ende, oder? Verbesserung von UI und Grafik. Da war ich ja auch ziemlich dagegen, gegen das aktuelle UI. Ich hatte das ja auch in meinen Feedback-Videos schon erwähnt. Und auch bei der Grafik habe ich immer diesen Nebel kritisiert. Bin ich jetzt gespannt. Back to the Roots. Warum Dinge ändern, die bereits perfekt im Vorgänger funktioniert haben? Old UI, New UI. Oh, nice. Also erstmal zwei Dinge. Das erste, ich fand den Char hier sinnlos an der Stelle und wollte, dass die Items im Fokus stehen. Und genau das ist jetzt der Fall. Die Items sind wieder ein bisschen größer. Man erkennt halt auch mal das Design von dem Item. Nicht wie hier links. Ich meine, das ist wirklich lächerlich. Du erkennst halt einfach nicht mehr, wie das Item eigentlich aussieht. Und das Inventar ist ein bisschen größer, ist alles ein bisschen schärfer. Ein kleines bisschen knalliger. Aber insgesamt finde ich das Neue, also das gefällt mir besser, ja. Ist viel, viel mehr Infos direkt. Und nicht so schwammig. Und jetzt die Grafik. Ist erstmal ein bisschen bunt, ja. Aber der Nebel ist weg. Es ist wieder deutlich schärfer. Man sieht das richtig hier in dem linken Bild. Das ist perfekt, dieser Nebel. Man sieht halt kaum was. Und rechts im Bild erkenne ich wenigstens alles. Das ist mir dann wichtiger als das Düstere. Dann nehme ich lieber so ein bisschen mehr knalligere Farben. Aber ich stehe so auf die scharfen Bilder, ja. Also bin ich auch erstmal dafür zu haben. Finde ich nicht schlecht. Vor allem das Inventar gefällt mir gut. Oha. Oha, jetzt bin ich gespannt. Warteschlangen zum Release.
Es kam bei der Beta zu den Warteschlangen. Wir wissen, wie frustrierend es ist. Ich war auch gefrustet, habe ich auch schon kommuniziert. Oh ja, sie sagen, die Anmietung zusätzlicher Serverkapazitäten für den Release-Zeitraum lohnt sich nicht aus finanzieller Sicht. Doch keine Angst, wem das zu lang dauert, er kann es mit einem einzigen Klick überspringen. Boah. Das ist... Okay. Man kann die Queue für 10 Euro überspringen. Also im ersten Moment dachte ich erstmal, nee. Aber an sich finde ich sogar gut, weil das, ihr müsst das mal überlegen, ja. Wer hat halt, also wer spielt? Das sind zum Beispiel einmal die Arbeitstätigen, die kommen halt nach der Arbeit nach Hause. Und das sind dann genau die Peakzeiten. Und da, gerade nach der Arbeit, werden die dann die mit Abstand längsten Warteschlangen haben. Während die Studenten, die halt auch nachts zocken können, die locken sich halt eh schon zu Zeiten ein, wo sie nicht mal eine lange Warteschlange haben. Und können dann halt durchzocken. Das heißt, die Leute, die von der Arbeit kommen, die werden dann doppelt bestraft. Und für die ist ja dann auch 10 Euro nicht so viel, würde ich sagen. Also ich glaube, da ist jeder happy mit, oder? Also mich stört's nicht. Also klar, die von der Arbeit kommen und das nicht bezahlen, die warten dann ein bisschen länger. Aber ich meine, wenn die schon arbeiten gehen, dann können sie sich das auch für 10 Euro hier mal leisten. Sehe ich jetzt also auch nicht so kritisch. Also, ja, ich glaube, okay, das war's. Also insgesamt, mega krasses Update. Also ich bin eigentlich für alles zu haben, was ich hier gerade gesehen habe. Also das hier finde ich ein bisschen knallig, aber ansonsten sehr, sehr gute Ideen dabei. Mir gefällt vor allem das mit diesen Unlock, mit der Unlock-Geschichte hier. Und ich freue mich aber auch auf meine 100% Aspektstärke. Ich muss mal überlegen, was ich nehme, aber ich glaube, das wird's. Doch, ich denke schon, dass es das wird. Ja, sehr geil. Vor allem die Leute, die Beta verpasst haben, die werden sich jetzt schön ärgern, aber ist mir egal. Also ich meine, Open Beta, jeder hätte spielen können. Scheiß drauf. Okay, krass, das war's schon. Also es war ein kurzes Update, aber dafür war alles, was drin war, ziemlich heftig. Und ich muss sagen, ich finde es aber gut, dass Blizzard diesmal richtig krass schnell schon auch auf Feedback eingeht. Und sie machen es auch richtig. Also sie hören auch wirklich mal hin, was von der Community da kritisiert wurde. Gehen sofort drauf ein und jetzt können wir ja wieder nochmal Feedback einreichen. Finde ich gut. Also das ist ein anderes Blizzard. Die machen diesmal weiterhin alles richtig aus meiner Sicht. Jo, das war's. Ihr könnt gerne mal euren Kommentar abgeben, wie ihr das seht. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut.